Dear Year 2022. Du warst ein Jahr voller Freude, neuen Erfahrungen und vor allem neuen Menschen. Im Januar habe ich die Zusage für mein Vollstipendium für ein Auslandsjahr in den USA bekommen. Ich habe geheult vor Freude und mein Traum, den ich seit der 5. Klasse hatte, konnte endlich in Erfüllung gehen. Im März war dann auch schon das Vorbereitungsseminar dafür und ich hatte eine unfassbar lustige und schöne Zeit in Berlin. Im April ging dann auch schon der Roadtrip mit meiner Familie durch die USA los. Dadurch konnte ich die Graduation meiner Schwester miterleben. Diese Zeit, die ich in diesen 2 Wochen mit meiner Familie verbringen durfte und die Momente, die wir dort miteinander geteilt haben, werde ich nie vergessen. In dieser Zeit habe ich auch erfahren, wer meine Gastfamilie für mein Auslandsjahr sein wird. Und da konnte ich noch nicht ansatzweise ahnen, wie wichtig sie mir für mich sein werden. Außerdem durfte ich im Mai in Berlin ein Projekt gegen Sexismus auf die Beine stellen. Im Mai habe ich außerdem Freunde besucht, die ich beim Vorbereitungsseminar für das Auslandsjahr kennengelernt habe. Diese Menschen sind mir so unfassbar sehr ins Herz gewachsen. Ich habe außerdem mit YouTube angefangen und einfach immer weniger darauf geachtet, was andere über mich denken könnten. Im Sommer durfte ich außerdem ein paar Tage in Hamburg verbringen und allgemein die Wochen vor meiner Abreise in die USA war einfach nochmal richtig schön. Vor meiner Abreise war ich auch nochmal mit meiner Familie an der Ostsee im Urlaub und wir haben einfach die Zeit miteinander genossen. Ich durfte außerdem meinen Patenabgeordneten in Berlin treffen und bekam eine Führung durch den Reichstag. Kurz vor dem Abflug gab es auch noch eine Abschiedsfeier für mich. Und dann hieß es auch schon packen und es war Zeit, sich zu verabschieden. Und am 10. August ging dann endlich mein Auslandsjahr los. Ich war so aufgeregt, aber voller Vorfreude. Mit meiner Gastfamilie hast du mir eine zweite Familie geschenkt, die mir die tollsten Momente ermöglicht haben. Ich bin unter anderem das erste Mal Rollschuh gefahren, habe die Niagara-Fälle von der kanadischen Seite aus gesehen, habe angefangen Feldhockey zu spielen, habe mein Schuljahr auf einer amerikanischen Highschool bekommen, bin Kajak im See gefahren, war während des Sonnenuntergangs im See baden, habe meine Gastschwester im College besucht, hatte meine erste Homecoming Week und meinen ersten Homecoming Dance, erlebte meine ersten Football- und Baseballspiele, habe Halloween in den USA mitbekommen und bin mit meiner Gastfamilie für ein paar Tage nach Philadelphia gefahren. Im November hatte ich die Möglichkeit, mit 9 anderen Sponsored Students nach Washington DC zu fahren und diese Menschen sind mir so wichtig geworden. Außerdem habe ich den Winter in Buffalo hautnah miterlebt. Im Dezember durfte ich tatsächlich nochmal für eine ganze Woche nach Washington DC aufgrund meines Vollstipendiums für mein Auslandsjahr. Dort durfte ich wieder so tolle Menschen kennenlernen, die definitiv das Herz am rechten Fleck haben. Zum Geburtstag viel Glück! Zum Geburtstag viel Glück!
Zum Geburtstag, liebe Annika, zum Geburtstag, viel Glück! Ich wurde außerdem 17 und hatte ein unfassbar lustiges Geburtstagsessen. Und ich habe außerdem mein erstes Weihnachten in den USA verbracht. Du warst bisher wirklich das beste Jahr in meinem Leben. Dein Vorgänger hat mir das Leben wirklich schwer gemacht, aber du hast mir wieder vor Augen geführt, was es bedeutet, glücklich zu sein und mir vor allem gezeigt, wie man sein eigenes Leben lieben kann. Ich habe eine unfassbar tolle Familie, mit denen ich die schönsten Momente verbringen durfte. Ich bin gereist und habe dadurch realisiert, wie schön die Welt eigentlich ist. Ich habe so viele Dinge dazugelernt und bin dadurch persönlich gewachsen. Irgendwie habe ich mich auch total verändert, aber in dem Sinne, dass ich weiß, was ich will und ich mich nicht mehr unterkriegen lasse. Du hast mir bewiesen, dass ich für mein eigenes Glück selbst verantwortlich bin. Du hast mir gezeigt, wie dankbar ich einfach für alles sein kann, vor allem für meine Freunde und Familie. Ich kann immer auf sie zählen und weiß, dass sie mich immer unterstützen werden. Am Ende von dem Jahr 2021 habe ich mir selbst die Frage gestellt, ob ich wohl im kommenden Jahr meine Wohlfühlmenschen kennenlernen werde. Und was soll ich sagen, ich habe inzwischen meine absoluten Lieblingsmenschen an meiner Seite. Du hast mich zwischendurch zwar immer wieder auf die Probe gestellt, aber am Ende habe ich es doch irgendwie immer geschafft. So oft hast du mir vor Augen geführt, dass es am Ende für alles irgendwie eine Lösung geben wird. Du hast mir bewiesen, dass ich alles schaffen kann, wenn ich es wirklich will. Vielleicht bleiben nicht alle Menschen in meinem Leben, die ich in diesem Jahr kennengelernt habe, aber die Erinnerungen, die ich mit ihnen teile, bleiben für immer. Du hast mir mein Lächeln zurückgegeben. Wenn ich sage, dass das Jahr 2022 bisher das beste Jahr für mich war, meine ich nicht, dass jeder einzelne Moment perfekt war. Sicherlich war mir auch einfach mal alles zu viel und ich habe mich gefragt, ob sich das alles überhaupt lohnt. Aber die positiven Sachen haben mehr als überwogen. Danke für die Orte, die ich sehen durfte und danke für die Menschen, die du in mein Leben gebracht hast. Danke, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, auf mich selbst stolz zu sein. Danke für ein unfassbar tolles Jahr. Und an der Stelle auch ein riesiges Dankeschön an die Menschen, die das Jahr 2022 so besonders für mich gemacht haben. Und vielleicht sehen wir uns im nächsten Jahr wieder. Deine Annika.